Ich habe noch nie so etwas gesehen. Es ist überall, hat es hier Bombenkrater. Also nicht nur ein bisschen, aber das ganze Wald hier in Verdun. Alles hier. Hier haben die Europäer sich kaputt schießen lassen von dem Pharaonenadel. Die Leute gegeneinander ausspielen in Kriegen und wir sterben und sie werden immer, sie haben alle Waffen jetzt. Für uns ist alles verboten, wir sind Sklaven in unseren eigenen Ländern hier. Ach Mann ey, wacht doch auf, ihr dumme Europäer. Ich bin Südafrikaner, kein Europäer. Naja, Abstammung. Aber wir sind vorzeitig, sind wir abgehauen aus dem Scheiß, ja. Der Teufel im eigenen Person. Es würde interessant sein, die Schritte hier zu zählen. Aber ich mache es selber. Millionen von Toten für den Teufel, für den Schweizer Teufel. Also da bin ich in Verdun, der W der Templer, die den ganzen Krieg finanziert haben, über die Schweiz natürlich. Der Basis der Templer ist auf ein oktogonales Basis hier, Oktogon der Schweizer Nazi-Templer. Und da haben wir die Verräter da, die uns in den Krieg geschickt haben. Der Obelisk, das Symbol der pharaonischen Königswürde. Also das ist die politische Flügel hier, Freimaurer. Das ist der militärische Flügel hier, Templer. Und da sehen wir noch einige Verräter da. 1 Million tot in einer Woche. Das kann ja nicht sein, oder? Also dieses Ding ist zusammengesetzt mit all dem Kriegsmaterial, die die Männer getötet haben. So eine Schande, Mann. Die lächeln uns aus, die lachen uns aus einfach. Oktogon, der Schweizer Templer hier. Templer-Symbol. Die lachen uns gerade ins Gesicht aus hier. Schau mal der Feind im Inneren an, da diesen General. Und sein Name ist Sar, so wie ein Sarkophag oder ein Sarg. In der Pharaonensprache demotisch, da heißt das ein König. Wie Cäsar, die Zaren und so weiter. Son Altesse Royale, seine königliche Hoheit. Das hier ist der Pharaonenadel, die uns in den Krieg geschubst haben. Also hier ein Kriegsmonument von der Schlacht von Verdun. Und lassen wir mal schauen, wie da hinten steckt, ja, wegen dem allem, ja. Adel, Löwe, es gab hier niemals Löwe in Europa, ja, wacht doch auf, Mann. Alles Adelszeichen hier da drauf. Schweizer Kreuz, Fleur de Lis, da Schlösser drauf. Die ganze Wand ist voll, ich will es ja nicht alles zeigen hier. Und da liegen die dummen Europäer da, die schlafen da, ja. Deutsche, Franzosen. Die Pharaonenfahne, Pharaonenfarben. Es gibt sogar eine Moschee da. Und hier. Mitterrand, 33. Grad Freimaurer, da viele Leute umgebracht. Helmut Kohl, Oktogon. Und wir haben die Scheinheilige haben hier Frieden da drauf geschrieben. Pax. Naja, sehen wir irgendwo Frieden, oder? Ja? Ist doch alles Lüge, Mann. Alles Lüge. Macht ihre Kriege nicht. Steh auf. Es hat niemals europäische Adel gegeben, übrigens. Es ist alles Pharaonenimport. Und die schicken uns in den Krieg. Der Obelisk. Ich bin hier in Verdun, in einem enormen Bombenkrater hier. Wahrscheinlich noch Bunker da unten und so. Ich musste mich schützen wegen enorm viel Wind und Regen. Ein ziemlich dichtes Wald hier. Und hier 1 Million Tote in einer sehr kurzen Zeit. Europäer ausgespielt von den Pharaonenadel. Ja, meint ihr dann, dass der General irgendwie eine militärische... Man würde sagen, der General hat keine militärische Schule gemacht. In so kurzer Zeit 1 Million Leute zu verlieren. Komm, wach doch auf endlich!
Es ist der Adel. Der macht all diese Kriege, der regiert uns. Etwas Kaiser Wilhelm II., der hat sich in Uniform angezogen und ein Pickelhelm drauf und hat gesagt, jetzt ist Krieg. Wer sich verweigert, den legen wir um. Kaiser Franz Josef, Uniform, Helm, das Gleiche von Österreich. Der König von England, der König von Italien, die Zahnfamilie, alle in Uniform angezogen, die haben uns alle in den Krieg geschickt. Es sind doch nicht die Juden, die regieren. Es ist der verdammte Adel. Pharaonenadel, wacht doch auf.